wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Es handelt sich hierbei um eine Rotorprallmühle vom Typ RPM. Dies ist besonders mit einem hohen Zerkleinerungsgrad für die Herstellung von Sanden, Feinsanden, als auch Trockenmörtel eben geeignet. Auch ein Zeichen von Ressourcenschonung, wenn man Natursande nicht mehr einfach so aus Flussbetten oder aus gewinnen kann und dann eben Sande oder diese Feinsande künstlich herstellen muss, gerade da ist diese Maschine hervorragend geeignet. Sie müssen sich vorstellen, der Deckel ist geschlossen, das Material kommt zentral auf den Rotor rein, fährt vertikal auf den Rotor, ändert hier die Richtung in die Horizontale, prallt hier gegen die Hämmer und die Ringpanzerung. Die Maschine dreht sich sehr schnell, entweder mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Und dann wird das hier an den Hämmern und hier in dem Mahlspalt zerkleinert. Es ist auch kein Werkzeug notwendig, um diesen Mahlspalt einzustellen. Man schiebt den Hammer nach vorne, kann die Distanzstücke von Hand wechseln, zieht den Hammer wieder zurück und hat dadurch eigentlich schon wieder das finale Produkt dann eingestellt. Diese Maschine finden Sie am meisten eigentlich in Trockenmörtelwerken, um dort eben die finale Körnung von dem Endprodukt herzustellen. Nach der Herstellung wird das dann eben gesiebt, dann wird es in Silos eingelagert und danach eben mit einem unserer Mischer dann auch wieder zusammengemischt. Und dann finden Sie das zum Beispiel als Trockenbaustoff in Ihrem Baumarkt wieder.